In diesem Video zeige ich euch das Essen und die Snacks, die ich hier im Disneyland Anaheim gegessen habe. Hallo, mein Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem neuen Snack-Video hier aus Disneyland Anaheim. In diesem Video zeige ich euch, was wir beide oder Sam oder nur ich probiert haben. Und es ist Essen, es sind Snacks, es sind Desserts, es sind Getränke, alles Mögliche. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal. Wir gehen jetzt in der Pim Kitchen essen. Wir haben so Hunger. Okay, also hier ist anscheinend, Moment, mein Mikro. Hier ist anscheinend Pickup für Mobile Order. Also wir haben vorher bestellt. Sieht hier so aus. Super praktisch hier. Man kann mit Apple Pay bezahlen. Und genau, ist wie gesagt ein schnelles Restaurant. Hier gibt es halt so Riesenbrezeln, Sandwiches, so ein Chimichanga und so. Ja, sieht alles mega cool aus. Und ja, so sieht das Restaurant aus. Das ist die Schlange, die normale Schlange zum Bestellen. Ich muss jetzt warten, bis da meine Zahl draufsteht. Das ist jetzt unser Essen. Sam hat sich dieses Chicken Sandwich genommen mit Riesenschnitzel, keinem Brötchen, dazu Potato Bites. Für mich gibt es dieses Mozzarella Sandwich mit Potato Bites. Mayo, Ketchup ist gratis und ich habe eigentlich nur nach Eiswasser gefragt. Hat sie mir einmal die Becher in die Hand gedrückt, da habe ich jetzt an der Zapfstation zu mir die limitierte Deadpool Cola geholt und probiere ich mal. Ein kaltes Getränk erstmal, aber ist so ein bisschen. Bisschen wie Cherry Coke und ich liebe Cherry Coke. Ich sag's euch, diese Cola ist gerade so mein Lebensretter. Diese Cola. Ich habe noch nie so gerne Cola gerade getrunken und dann auch noch Deadpool Cola. Ja, stimmt. Nach 24 Stunden esse ich jetzt mal wieder was. Das hatte ich auch noch nie. Aber. Oh. Sam hat mir ein halbes. Das halbe Schnitzel abgeschnitten mit dem bisschen Brot. Also unten gibt es gar kein Brot, nur oben. Man muss mit Händen essen, weil wir haben kein Messer mehr. Yeah, having a great time. Really good. It's good, isn't it? I think it's gonna look a bit as well, because it's got garlic in it. Mm. I love garlic and we smelled it earlier. So. Ich liebe auch Knoblauch. Ich muss mal ein bisschen übersetzen. Oh. Food. It's nice that we have some kind of fan as well. Ich sag euch, sitzen, essen, Cola, Schatten ist gerade das, was ich gebraucht habe. Und Deadpool gucken wir die Tage noch. Also ist eigentlich nur ein Schnitzel, ein bisschen Brötchen und so Coleslaw. Ups. Aber sehr lecker. Wirklich sehr gut. Ich muss meins noch gleich probieren. Übrigens habe ich euch noch gar nicht gesagt, was es gekostet hat. Beide Gerichte zusammen waren $30, also jeweils $15 pro Gericht. Mit dem Potato Bites. Und wie gesagt, das Getränk, ich habe eigentlich nur nach Eiswasser gefragt. Der hat mir mal zwei Becher in die Hand gedrückt und dann gibt es halt diese Refill-Maschinen. Da habe ich mir aber Cola abgefüllt. I thought I'd be going until 10. Oh, sorry, 5 is more difficult, isn't it? Well, I'd say 8. Out of 10? 8 or 8.5. So, because I've done all of them from 5, I have to go from 5. If it was from 5, would you say 4? Ja. Die Deadpool-Cola ist so ein bisschen rot. Ich glaube, da ist Himbeere oder irgendeine Frucht drin, aber auf jeden Fall ein bisschen wie Cherry Coke. Ich probiere jetzt mal das Sandwich hier. Das andere habe ich schon mal gegessen. Ist vegetarisch, sind Tomaten drin, Käse, Basilikum, Knoblauch. Ist auch sehr lecker, aber ich finde, das Chicken Sandwich wird dann ein bisschen spezieller hier. Also es ist auch sehr lecker,
Aber das Chicken Sandwich ist halt dieses Pimp Kitchen-Thema mit dem großen Schnitzel, kleines Brötchen. Das ist halt ein ganz normales getoastetes Brot. Was auch sehr lecker ist, aber wenn ihr herkommt und entscheiden wollt, weil wir wollten aber was Unterschied. Sonst hätte ich auch das Chicken Sandwich genommen. Wir wollten halt zwei unterschiedliche Sachen probieren. Deswegen, ja. Aber wenn, dann würde ich, glaube ich, mich für das Chicken Sandwich entscheiden. Das war jetzt ein kleiner Fauxpas bei Sam. Sam hat sich hier diesen Cookies and Cream Cold Brew Dessert Drink bestellt, den sie gerade über ihren über ihr Shirt geschüttet hat. Und ich habe mir hier diesen, diese Lemonade geholt. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Da ist so eine Pipette drin. Ich weiß nicht, ob ich das rausdrücken soll. Ich glaube schon. Auf jeden Fall schön mit Eiswürfeln, kalt. Let's go. Achso, hat glaube ich 7 Dollar oder so gekostet. Also auch Sams Ding war irgendwie 7 Dollar. Ja, es ist schon teuer, aber hey, man lebt ja nur einmal, ne? Mein kleines Experiment hier. But you do get the cookies and cream flavor in there as well. It's cold. It's amazing. Is it something that I would say you should come and get for $7 necessarily? No. Oh, so erfrischend. Gar nicht zu süß. Finde ich sehr, sehr lecker. Ganz gut aus nach der ganzen Hitze und Schweiß, aber geht noch. Ich fühle mich heute richtig süß, muss ich sagen. I'm very cute today. Do you like your cookies and cream? Yeah, it sounds. Have you ever had a Java chip frappuccino from Starbucks? What? A Java chip frappuccino no. from Starbucks. It tastes very similar to that. Okay. This one is also not too sweet. It's very good. What's the flavor? I mean, lemonade with like the red thing. I think also raspberries in the bottom. How are you feeling? I'm happy. I'm really happy after a well-needed rest, food, just chilling, catching up. Drinks as well, cold drinks. Yes, drinks. Yeah. By the way, ich habe jetzt gesehen, dass da Bubble-Tea-Kugeln drin sind. Deswegen ist mein Strohhalm immer stecken geblieben. Habe ich gar nicht so wahrgenommen. Nicht viele, aber ein paar. Mega. Und wir gehen jetzt zu Pixup hier ein paar Fotos machen. Mhm. Loads of photos of me. Instagram, check out our Instagram. Sam forgot. Money, magic money map. Hat uns gerade gesagt, dass sie empfiehlt, entweder die Sweet and Spicy Shrimp Tacos zu nehmen oder, was ich jetzt wählen wollte, diese Carne Asada Marinated Short Ribs. Das sind die zwei besten Sachen. Das erste würde sie nicht empfehlen, nur dass ihr Bescheid wisst, falls ihr mal hier seid. Da sind Sams Tacos mit Shrimps. Ich habe mich, wie gesagt, für dieses Marinated irgendwas entschieden. Ich glaube, das ist Bohnenmus. Dann hier der Kuchen, ein Getränk und das ist unsere Karte für Fantasmic. Wie gesagt, mit Steuern waren es jetzt 37 Dollar. Essen und reservierter Bereich finde ich vollkommen okay. Ja, probieren wir jetzt. Bohnenmus probiert. Pardon? Ich habe das Bohnenmus probiert. Okay. Ist, glaube ich, pürierte Kidneybohnen. Mhm. Wie schmeckt? Ein bisschen scharf, aber es geht noch für mich. Aber lecker, sehr gut gewürzt. Probieren wir mal den Kartoffelsalat. Ja, der ist auch gut. So, noch der Reis und dann kommen wir zum Fleisch. Oh, der Reis ist auch sehr lecker. Da ist, glaube ich, aber Koriander drin. Also für diejenigen, die keinen Koriander mögen. Jetzt probieren wir nochmal das Fleisch ohne irgendwas. Sehr, sehr lecker. Really good? Mhm. Okay. Do you want to take one piece of meat? I'm going to have it later. That's, can I just try mine first and then I'll take one? Yeah. I just don't want Sorry, to touch. Sorry, when you were talking German, I thought you were talking to me. Ich habe hier den Taco von Sam mit den Shrimps. Es ist scharf. Es wird noch schärfer. Is it quite spicy? Is it? Molly's tried just one of my tacos. I've not eaten yet. She's dying there. She's not the biggest fan of spicy food. No. Oh, wow, the Mickey one. I know, Mickey one's huge. It's really huge. Can you imagine one of those Mickey ones and eating it? You can feed a whole family with it. It's so big. So, ich probiere jetzt mal ein Stück Baymax. Ich habe jetzt den linken Fuß bekommen.
hard, isn't it? It's not phenomenal. It's okay. Also, it's hard. Also für $12.50, ne. Man braucht gefühlt 8 Kilo Butter. Es ist süß, aber ne. Zum Glück hat Sam gezahlt. Sam hat sich jetzt auch noch den Macaron geholt von Baymax. $7.29 circa. Do you know what it is? Like Vanilla? Okay, Vanille. Macaron. It's cute. Sieht sehr süß aus. Sie haben mir wieder was ihre Reste gegeben. Ihre Reste von Macaron. You don't want anything anymore? No, but it's good. Probieren wir mal. Es ist Schokolade und Vanille. Da ist sogar ein Keks drin. Da ist ein Biscuit inside. It's good. My bum is on fire. What do you think? We have chocolate on your lips so much, it's hilarious. It has even nuts inside. Es hat sogar Nüsse drin. It's flavorful. Ist ein sehr reichhaltiger Macaron. Also sehr viele Geschmäcker. Und ja? Oh nein, meine Haare möchte ich nicht mitessen. Ist echt gut. Während ich jetzt auf Deadpool warte, hat Sam uns was zu essen geholt, und zwar Shawarma. Gibt es ja auch auf dem Avengers Campus, kostet knapp $15. Wir schauen mal rein, wie das so drin aussieht. Ist auf jeden Fall ein bisschen anders als bei uns im Disneyland Paris. Und das probiere ich jetzt mal. Also das Essen ist ein bisschen schwierig jetzt hier, weil ich auf dem Boden sitze. Habe jetzt die Kamera da auf den Boden gestellt. Hier haben wir noch die Taschen von uns und so. Aber es passt schon. Ich muss ja nur das Essen probieren. Das ist aber scharf. Also so richtige Hähnchenstückchen drin. Jetzt muss ich das mir hier abbeißen. Das glaube ich, kann man nicht schön essen. Und auch noch auf dem Boden. Moment. Das ist auf jeden Fall ein bisschen messy. Also ich muss jetzt sagen, bisher finde ich unser Shawarma in Disneyland Paris besser. Es ist schon lecker. Aber ich bevorzuge, glaube ich, das bei uns in Disneyland Paris. Es ist ein bisschen saftiger bei uns in Disneyland Paris. Hier. Oh nein, oh nein. Es ist auf jeden Fall eine Sauerei, es zu essen. Könnt ihr euch schon mal sagen. Es fällt irgendwie alles raus. Aber passt schon. Ja, das ist mein Fazit zum Shawarma hier auf Avengers Campus. 15 Euro ist natürlich schon eine Hausnummer. Ich weiß gar nicht, was mehr in Paris kostet, aber ja, ich kann euch mal noch zeigen, wie es aussieht. Ich hoffe, man hat es gesehen. Ich sehe nämlich nichts, weil die Kamera so weit weg ist. Ja, das esse ich jetzt und warte auf der Gästen. Cool. Sam hat mir noch so eine Soße mitgebracht. Da sind nämlich so Gurkenstückchen drin. Aber es ist super schwierig zu essen, vor allem wenn man auf dem Boden sitzt. Ich versuche jetzt die Soße hier so rein zu tun. So, probieren wir nochmal mit Soße. Das wird jetzt noch messiger, glaube ich. Mir fällt alles raus. Ich muss das mal hier unten. Oh mein Gott. Mit der Soße ist natürlich besser, weil es ein bisschen die Schärfe rausnimmt und nicht ganz so trocken ist. Aber ich muss sagen, das in Paris schmeckt mir noch besser. Wir haben jetzt noch ein kleines Hüngerchen und essen bei The Bengal Barbecue im Adventureland. Haben wieder Mobile Order gemacht, das klappt ja immer ganz gut. Und das holen wir jetzt ab. Das sind unsere Spieße. Ich habe mich einmal für Spargel mit Bacon entschieden und ein Beef mit süßer Soße und Reis. Und Sam hat Chicken und scharfes Beef. Jeweils $15. Sieht eigentlich echt gut aus. Wird auch frisch gegrillt hier. So, nehmen wir erstmal dieses Kraut. This one is good. Wer Koriander mag, nehmen wir jetzt mal den Spargel. Bacon. Ich liebe ja Spargel. Sehr, sehr lecker. Dann nehmen wir nochmal ein Stück Beef. Is it good so far? Are you okay? Also das Beef ist sehr hart, muss man sehr viel kauen. Der Reis ist aber auch gut. Aber und die Soße vom Beef ist auch gut. Can you not please?
That camera is standing on the table. Thank you. I'm sorry. Don't move the table. Like. I'm sorry. I'm trying to cut. I'm good. Ja, also das Beef ist auch lecker, aber man muss auf jeden Fall sehr, sehr viel machen. Also a bit of a kick to it, not overly spicy, but just enough to give it some flavor. The sauce is really flavorful as well. Docking Bay 7, habe wie gesagt Mobile Order gemacht und habe mich für Fried Chicken Bows entschieden und Cold Brew Black Cough. Sieht so geil aus. Ach, ich kann sagen, wie ich mich darauf freue. Probiere ich. Also ich probiere jetzt mal, also ich fange erstmal mit dem Essen an. Ich habe zwei von den Chicken Fried Bows. Ich habe gelesen, dass es ein bisschen spicy sein soll. Mal sehen. Auf jeden Fall ist es sehr soft, das Brot. Oh, da fällt schon was raus. Wow. Das Chicken da drin ist so lecker. Habe aber bisher noch nicht die Spiciness so wirklich geschmeckt. Das Chicken ist der Hammer da drin. Es ist so, ich glaube, es ist ein Hähnchenschenkel oder so, weil es ist so schön saftig. Und seht ihr das Chicken? Also das finde ich wirklich lecker. Wow. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Jetzt dieses Cold Brew, was auch immer es ist, mit diesen Kelloggs. Also so Schokoladen-Kelloggs. Sehr erfrischend. Ist halt kalter Kaffee. Ich glaube, mit ein bisschen Sirup drin und halt diesen Kugeln oben. Es sieht auf jeden Fall sehr fancy aus. Geschmacklich, wie gesagt, ein normaler kalter Kaffee mit halt mit ein bisschen Kelloggs oben drauf. Also diesen Chicken-Bau-Dingern würde ich auf jeden Fall eine 9 oder sogar von einer 10 von 10 geben. Finde ich mega gut. Das hier, eine solide 7. 7 von 10. Es ist lecker, es ist auf jeden Fall gut erfrischend, es ist Kaffee und bei dem Wetter auf jeden Fall mega gut. Wir holen jetzt bei Smoothies ein, weiß nicht wie es heißt, muss mal gerade ablesen, ein Avogato, ein Ice Cream mit Espresso. Nicht Espresso, Espresso. Hier im California Adventure Park. Aber hier gibt es auch noch Strawberry Shortcake Mini Shake, also ein Milchshake für 13 Dollar. Churro Bund Cake, oh wow, das klingt mega gut. Gibt auch alkoholische Getränke hier übrigens, Smoothies mit Alkohol. Sehe ich jetzt gerade hier nicht, aber ich habe es auf jeden Fall beim Mobile Order gesehen. Da ist es. Es sind, glaube ich, 2 oder sogar 3 Kugeln Eis drin, ne? Und halt ein Espresso, richtig viel. Ich habe das Eis schon probiert, Moment. Ich drehe euch mal. Simba, it's time to work on your roar. 3 minutes to show time. Once again, 3 minutes. Es ist Vanille-Eiscreme, ist aber lecker. Mit dem Kaffee. Mmh. Mit dem Kaffee ist wirklich sehr, sehr lecker. Nur das Eis ist ein bisschen langweilig, aber mit dem Kaffee
Ist richtig gut. 7,50 Euro. Ja, drei Kugeln Eis. Zahlt man bei uns auch schon. Moni is gonna try it now. Can you please hold it? It's good, right? It's not bad. Just a lot. Like this is basically half, a quarter of Moni's size. Is this leg? Ich esse gerade hier ein Turkey Leg. Hat Sam gekauft für ihr Video. Und in meinem Snack-Video möchte ich euch natürlich auch noch mal zeigen. Ich habe jetzt schon probiert. Ich drehe euch mal. Also so sieht das ganze Ding aus. Es ist riesig. Ich will es jetzt gar nicht auspacken, aber es ist wirklich wie so ein Bein. Komplettes Bein. Und ich habe schon probiert. Ich muss das mal hier hinstellen. Moment. Ne, nicht zoomen. Hoch. Da bin ich. Hallo. Aber ich kann das nicht essen wie so. Ich bin halt kein Tier. Deswegen habe ich mir jetzt hier Messer und Gabel geholt und esse das hier einfach mit Messer und Gabel. So wie sich das gehört. Wenn ich jetzt kann. Jetzt kann ich kein Stück abschneiden. Ha? Ja, es ist so viel Fleisch. Auf jeden Fall nichts für Vegetarier. Mhm. Hat aber sehr viel Protein. Brina sei Dank mussten wir jetzt nochmal die Rahmen probieren hier in San Francisco oder wie das mal heißt, dieser Ort. Hier kaputt. Jedes Mal, wenn ich das sage. Einmal Ramen für mich. Dann haben wir Dumplings und einen Thai-Tea mit Bubbles. Ich liebe ja Bubble-Tea. Das war 16 Dollar. Bubble-Tea, glaube ich, 7,50 Dollar. Und die Dumplings, glaube ich, auch nochmal 7. Ich habe irgendwie 10% Rabatt bekommen, weil ich mit meiner Visa-Karte über Apple Pay bezahle. Wenn man mit Visa-Karte bezahlt, mit Mobile Order, bekommt man irgendwie 10% Rabatt. Also, why not? Und das probiere ich. Also, ich probiere auch mal das Dumpling. Wir haben leider, es gab keine Gabeln mehr, deswegen müssen wir jetzt mit Messer essen. I like that. Der ist Garlic inside, I think, ja. Knoblauch drin, sehr, sehr lecker. And it tastes fresh, like it's just been made. Ja. Ich glaube, das hier ist scharf. Ich weiß nicht. Can you try it with your, like a little bit with your knife? A bit spicy, please? No. Oh. It tastes terrible. Oh. Also sie stirbt davon. Das heißt, bei mir kann man direkt die Ambulance anrufen. Probieren wir mal lieber die Ramen. Den Tee nehme ich, glaube ich, to go. Weil wir müssen gleich zur Dessertparty. Ist auch ein bisschen scharf. I really need a fork. I have to take a fork. Why didn't you get a fork? Because it was empty. Die Brühe ist schon mal lecker. Well, I need another knife. You got a knife for yourself. I have a knife, yeah. You can use it to get like the garlic. Ja, jede. Ich gehe mal eine Gabel gefunden. Probieren wir jetzt mal die Nudeln. Die Suppe war schon mal gut. War auch ein bisschen scharf, aber für mich geht's noch. Und das ist wirklich schwierig zum Essen hier. Ja, yeah, it's a lot and. Oh. It's like Spaghetti. It's difficult. Aber sehr lecker. Also, ich finde es eine gute Portion. Es ist sehr viel Nudeln auf jeden Fall. Man wird auf jeden Fall gut satt davon. Da unten ist noch. Ach so, da unten ist noch Beef. At the bottom läuft jetzt im Hintergrund schon World of Color, aber wir gucken die zweite Show und mein Magic Band reagiert da drauf. Das heißt, es leuchtet immer in den Farben. Aktuell leuchtet es nicht, aber ich warte gleich. Gleich fängt es bestimmt wieder an. Und ich probiere jetzt nochmal meinen Thai Tea. Ihr wisst, dass ich sehr, wenn ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr, dass ich Bubble Tea liebe.
Und das ist sehr, sehr lecker. So ein Thai-Tee. Ah, jetzt sieht man es. Es leuchtet halt mit der Show. Ja, ist ein Thai-Tee, so ein Tee mit Milch. Oben diese Creme ist wohl salzig, habe ich jetzt ein bisschen geschmeckt. Mal gucken, wenn ich da runterkomme. Generell wirklich sehr, sehr lecker. Würde ich auf jeden Fall wieder essen. Die Rahmen vielleicht, wenn es auch sogar kälter ist im Winter. Das ist ein gut, und es ist eine richtig gute Portion. Ja, und das war mein Snack-Video hier aus Disneyland Anaheim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen durcheinander, weil ich es immer so hintereinander gemacht habe. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt ein bisschen Eindruck hier für die Snacks und das Essen bekommen, wenn ihr mal hierher kommen solltet. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.